Eva-Maria Himmelbauer von der ÖVP ist die nächste Rednerin. Die Stärkung des europäischen Binnenmarktes ist in vielerlei Hinsicht eine wichtige, überaus wichtige Zielsetzung der Europäischen Kommission. Und ich darf Sie kurz vielleicht wegführen von dem Thema TTIP hin zu dem Thema Schaffung eines digitalen Binnenmarktes. Der digitale Waren- und Dienstleistungsverkehr hat heute Grenzen, meist die nationalstaatlichen Grenzen. Das liegt vor allem daran, dass es 28 unterschiedliche Regelungen gibt, sei es jetzt im Vertragsrecht, sei es im Konsumentenschutz, sei es im Urheberrecht, sei es im Datenschutz. Und das stellt gerade Klein- und Mittelbetriebe vor Unsicherheiten und schreckt sie davon ab, auch über die Grenzen aktiv zu sein. Dabei bin ich auch der Meinung, und das sind, glaube ich, wir alle der Meinung, müssten sich unsere Unternehmerinnen und Unternehmer keineswegs verstecken. Es betrifft aber auch die Rahmenbedingungen, um der Digitalwirtschaft die besten Voraussetzungen zu bieten, um überhaupt in Europa groß zu werden. Und es geht auch darum, etablierte Unternehmen in ein digitales Zeitalter zu führen, um die Wettbewerbsfähigkeiten auch zu halten. Das bedeutet aber auch, im selben Atemzug ein Fair Play zu garantieren, Regeln zu etablieren, die einen fairen Wettbewerb garantieren und die nicht dazu führen, damit große Internetkonzerne die Regeln bestimmen. Die digitale Binnenmarktstrategie möchte hier Maßnahmen setzen. Es geht um besseren Zugang für Verbraucher und Unternehmer am digitalen Markt, beste Bedingungen für digitale Netze und Dienstleistungen und das Erreichen der Wachstumspotenziale, die auch in der digitalen Wirtschaft liegen. Vielleicht einige Beispiele, die auch hier von der Kommission als Maßnahmen gesetzt werden. Geoblocking abschaffen beispielsweise, aber auch die Modernisierung des Urheberrechts, um diese auch in ein neues und das digitale Zeitalter auch zu bringen. Die Mehrwertsteuervorschriften zu vereinheitlichen, aber vor allem Mehrwertsteuerhinterziehung auch einen Riegel vorzuschieben im Onlinehandel, weil es eben um auch Fairplay geht. Es geht darum, Datenschutz ernst zu nehmen, aber gleichzeitig auch sicherzustellen, dass innovative Unternehmen, die im Bereich der Datenwirtschaft oder im Cloud Computing tätig sind, nicht zu behindern daran. Wo sich der Herr Staatssekretär sehr engagiert, ist im Bereich der digitalen Kompetenzen, weil es darum geht, einfach auch eine technische Welt, Algorithmen, wie die Computer und alles rundherum funktionieren, kennenzulernen, aber gleichzeitig auch, um über uns überhaupt behaupten zu können, ist einfach auch das Fachkräftepotenzial zu stärken. Und wo wir in Österreich sicherlich schon einen Schritt weiter sind, ist natürlich auch das Thema Sicherheit in der digitalen Umgebung auch zu gewährleisten, sei es für Unternehmer, sei es für den Verbraucher oder sei es auch für die Infrastruktur, beispielsweise mit der Initiative eines Cybersicherheitsgesetzes. Die EU-Kommission hat sicher die Zeichen der Zeit gesehen. Nichtsdestotrotz ist es mir auch ein Anliegen und ich glaube, da sind wir uns auch ziemlich einig, auch zu betonen, dass diese Maßnahmen nicht zu mehr Bürokratie oder auch zu Regeln führen können, die unsere KMUs nicht erfüllen können. Ein Beispiel kommt beispielsweise aus dem Bundesratsausschuss, EU-Ausschuss, wo es letzte Woche auch um das Thema Vertragsrecht für digitale Inhalte und online bezogene Waren gegangen ist, die in der Intention richtig sind, aber zu dem derzeitigen Stand noch nicht ausgereift. Und ich sage auch, die Kritik ist berechtigt, wenn es darum geht, die Mühlen in Brüssel mahlen langsam, kann aber nur noch betonen, dass gerade was wir in Österreich tun, nicht stillstehen. Gerade Staatssekretär Mara und auch die Staatssekretärin Sonja Stessel haben für Österreich auch eine digitale Roadmap initiiert. Die wurde im Februar präsentiert und findet derzeit ein öffentlicher Konsultationsprozess statt, dem ich auch unsere Zuseherinnen und Zuseher ganz herzlich einladen darf, ihre Anliegen, ihre Anregungen und Meinungen auch da einzubringen, weil es geht um die digitale Zukunft Österreich. Ein Thema, das ein Querschnittsthema ist und somit uns in allen Lebensbereichen betrifft. Und somit muss auch die strategische Ausrichtung für Österreich gemeinsam erarbeitet werden. Vielen herzlichen Dank. Die Stärkung des europäischen digitalen Binnenmarktes sei wichtig, betont Eva-Maria Himmelbauer. Sie ist die Innovationssprecherin der ÖVP.